Erneut ist ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz. Nachdem bereits der Löschzug Garbeck sowie die Löschgruppen Balve und Langenholthausen an den Blindtropper Weg gerufen worden waren, wurden kurz danach weitere Kräfte alarmiert. In einem Drehtechnikbetrieb war ein Feuer in der Absauganlage ausgebrochen, den die Mitarbeiter nicht gelöscht bekamen und die Feuerwehr alarmierten. Die Anlage saugt ölige Dämpfe ab. Daher kam es auch zu starkem Brandgeruch und viel Qualm. Die Feuerwehr sicherte zunächst einmal das Gebäude und beriet mit dem Firmeninhaber das weitere Vorgehen, damit die Anlage effektiv abgelöscht werden konnte. Die Situation entspannte sich zusehends.